Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich bin heute mit dem 60, der Ü50 Silver Streamer und habe heute ein Gefecht mit von meinen M26 Petten. Heißt das so? Nee, M46 Petten, Entschuldigung. Auf Gletscher. Hatte ich am 10. Januar nachmittags zur besten Kaffeezeit gefahren. Da meine Frau unterwegs war. Mal gucken, wie ich mich angestellt habe auf Gletscher. Die Karte finde ich so, ja, es geht. Was ich etwas übertrieben finde, sind die ganz vielen Schiffswrack im Bereich von A bis C, von A1 bis C4, ganze Schiffswrack. Eins hätte da gereicht, was da so kaputt ist. Also vier Schiffe da eingefroren. Also das muss dann mit einer Umweltkatastrophe zu tun gehabt haben. Okay, kommen wir zurück zum Gefecht. Ich habe mir gesagt, ich habe gute Gun-Depression. Ich fahre hier in die Mitte. Da ist ein Prime Victoria. Das ist ein Centurion. Premium, Achter von der Rockband. Ich fahre weiter in der Mitte. Vor mir habe ich einen LP. Was wir da hinten kreuzen? Ein Jagdtiger und ein Super Conqueror. Sind in 3-5-10 Matchup. Wir sind Low Tier. Ja, manch ein anderer wie ein Mautakrobat oder Mailand oder Mutality oder wie sie alle heißen, werden vielleicht woanders hingefahren. Schade. Der hat kritischen Treffer nur geschafft. Oh, der T25. Der steht da oben irgendwo, der geht nicht auf. Ja, zum Panzer kann ich sagen, er macht eine Menge Spaß. Ich brauche jetzt nur noch den Motor, den schnelleren Motor. Wird damit der Lieblingspanzer jemals Centurion sein. Den liebe ich ja auch. Schnelle Mobilität, gute Knifte. Gute ganze Pressen. Der Heavy-Fahrer bin ich eigentlich nicht mehr. So, mal gucken, ob wir irgendwas machen. Hier kommen wir noch drauf. Der Fels ist im Weg. Vielleicht auch gut so, hätten wir eins von der Seite gekriegt. Irgendwo rechts oben ist immer noch der T25 Pilot. Geht Antwort auf dieser scheiß Light hier vorne. Der nervt. Der macht immer nur auf. Ui, ein wackeliger Stand. Können wir hier durchschießen? Ha! Schöner Schuss. Schöner Schuss von mir. Ja, das habe ich schön geschossen. Den LP rein. Ja, da tut sich nichts weiteres. Du hast 406 Schaden gemacht. 480 Spottungsschaden. Wurde schon mal zweimal getroffen. Ne, dreimal getroffen. Ne, viermal getroffen sehe ich gerade. Viermal schon. Oh. So, von unten. T103. Ups. Da war das Spiel für ihn vorbei. Schöner Schuss. Wichtig ist, ihr müsst die, wenn ihr spielt, immer die Minikarte im Auge behalten. Sehr, sehr entscheidend. So, das ist hier nochmal der Light. Da kriegen wir nichts mehr drauf. Super Conqueror in die Seite rein. Schöner Schuss. Sagt der Patton, der ist genial. Der zieht schnell ein, trifft. Oh. Das hat uns zurückgegeben. Ja, das ist ja einer. Jetzt ist er One-Shot. Das müsste aber schon gleich rausgehen. Oh, 1% bleibt stehen. Hier vor uns ist der M48 Patton. Der große Bruder sozusagen. So, der ist raus. Auf dem LP kriegen wir noch was drauf. Jawohl. Gekettet und rausgenommen. Oh, jetzt haben wir den Prime Victoria, der uns auch Score genommen hat. So, den haben wir mit Z. Der dürfte uns eigentlich nicht beschießen können. Der steht hinterm Aus, der sieht noch nichts. Aber wir können beschießen. Schön. Der gab für unseren M48 Petten an. So. Salado-Offizier braucht ein Pflaster. Hat er gerade gekriegt. Sehr schön. So, wir haben ihn weiter angestellt. Gucken wir mal weiter. Wir haben 1700 Schaden. 1704, um genau zu sein. Das heißt, wir haben mehr Schaden gemacht als Strukturpunkte. Das ist immer mein erstes Ziel, was ich erreiche.
Ich stecke mir keine allzu großen Ziele. Ich bin kein guter Spieler wie Mods Acrobat und Co., wie es alle heißen, oder Motility. Das schaffe ich noch nicht. Da fehlt mir noch die Kenntnisse von etlichen Panzern. Aber hin und wieder kriege ich gute Gefechte hin und das freut mich dann immer. So, jetzt fahren wir zum Objekt dahin. Können wir den Jagdpanzer da oben, den Toretto, unterstützen. Fahren wir hier mal hoch. Steht 9:6. Auch bei so einem Stand sollte man sich noch nicht sicher fühlen. So. Oh. Jetzt trollt uns die Kanone. Sind wir offen? Ah. Jetzt trollt uns die Kanone. Schade. War gut, was wird. Ah. Das ist wieder der T-25 Pilot wieder. Der nervt. Den konnte man sich auch damals erspielen, glaube ich, vor 2 Jahren war das oder so. Das ist grün, wir können schießen. Ja. War da nicht allzu viel mit. Bei der kombinierten Schaden sind wir schon fast bei 2,7. So, 12:6. Also das sollten wir jetzt eigentlich nicht mehr aus der Hand geben. Schauen wir mal, jetzt haben wir es da oben, jetzt haben wir den Prime Victoria. Ach, jetzt fällt er gerade runter. Also hier ist irgendwas noch offen. Oder Victoria hat uns gespottet. So. Jetzt haben wir noch einen Jagdpanzer. Und ein Medium. Ein Medium ist da hinten. Zwischen unserer Grille und der Bedjet. Auf K6. Da war sie. Auf K6. So. Da ist die Arti. Oh, schade. Zu spät gesehen. Zu spät gesehen. 2120 Schaden für die WN8 Verrückten 2390. So, jetzt wollen wir das Ergebnis hier reinziehen. So, da haben wir es. Und geht das schön, ja nicht? Eine neue Maus liegen. So, was haben wir gemacht? Ja, ich akzeptiere. Es war damals das erste Gefecht, was ich gewonnen hatte. War nur 3. Platz. Nichts Besonderes hier. Was haben wir gemacht? Wir haben hier Damage am Vehikel. Wir haben 2 rausgenommen. Wir haben ein bisschen was gespottet. Unterstützungsschaden. Und abgeprallt. So, im Teamscore. Beim Schauen, ja, können wir uns sehen lassen. Unteren Ende des ersten Drittels. Kann man nicht meckern. Finde ich gut. Das ist für mich. Vom Schaden her. So, von der Erfahrung. Sind wir noch weiter oben? Ihr wisst, Erfahrung immer wichtig für die Crew und sowas. Und zum Panzer erforschen. Detaillierten. Mit 37.000 plus den Bonus, den es gerade gibt, könnte man 33.000 mitnehmen. Ja, also für mich ein sehr gutes Gefecht. Wenn alle so laufen würden, wäre ich klasse. Ich glaube, hier habe ich alles richtig gemacht. Und mit diesen Worten möchten wir auch mal. Erstmal wieder verabschieden und dann sehen wir uns zum nächsten Replay. Mal sehen, wann das kommt. Bis dann, bei Timo67. Ciao.